Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute, in der letzten Folge, wir haben John Wick getroffen. Also, wir haben ihn kurz gespielt. Er ist jetzt auch gefangen bei Arasakas Familie. Ja. Und ja, wir wurden von Dexter verraten. Richtiges Arschloch, aber der wurde zum Glück ermordet. Von den Japanern da, also von Takemura. Ja, und jetzt auf einmal. Der Takemura, der wohl ganz nah stande und uns versteckt haben mit Jackie. Anscheinend hat er das gewusst, aber er wollte es noch nicht sagen. Und der Takemura scheint uns zu helfen. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Endlich eine Wehe treffe. Stirbt er! In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Husten. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck. 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 Setzen also, als irgendwas stimmt nicht. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen. Schreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf der Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann versprich mir nicht zu lachen. Platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet. Sie
Sie haben mich getötet, Vic. Ich hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vic. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Wie soll das möglich sein? Soll das heißen, das ist ein Terrorist in meinem Kampf? Nein. Wie soll das möglich sein? Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was dann? Ich sehe zum ersten Mal Angst in meinen Augen. Das ist wichtig als der Terrorist in meinem Kopf. Was ist wichtiger als der Terrorist? Was dann? Wie? Was dann? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Den Scheiß hast du nicht ausgedacht, oder? Du kriegst mich wieder hin, oder? Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Warum muss ich sterben? Erklär mir alles, ganz genau, jedes Detail. Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Man sieht nicht ohne weiteres von den Toten auf. Also bin ich Frankenstein-Monster, ganz toll. Man steht mit mir. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann? Soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Können wir den Chip nicht entfernen? Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Das kann doch der Schlitter aus dieser Fernsehwerbung. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Also was soll ich machen? Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann
Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Also ist John Wick sein Chip in meine Gedanken. Schlaf ist wie ein Hauch des Todes, des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Pillen, die mich umbringen? Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, Vi. Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Hinlegen, ich bin total fertig. Ich muss mich hinlegen. Die Geschichte ist echt spannend, ey. Sehr spannend. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Meine Pächterin ist unheilbar. Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Übrigens, Jackie. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat viel von dir gesprochen. Es tut mir so verdammt leid, dass er tot ist. Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viel mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Du kommst sicher klar. Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig. So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf.
Ja, ich muss hier raus, verstanden? Da ist John Wick. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Bist du hier herangekommen? Wo kommst du auf einmal her? Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich! Das ist John Wick. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Hörst du? Medizin nehmen. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Raus aus meinem Kopf! Lass mich in Ruhe! Na los! Verpiss dich einfach! Kugel in den Kopf. Gib keinen anderen Weg. Hörst du, du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt! Aufstehen. Nimm die Munition. Öffne dein Inventar und zieh dir etwas an. Okay.
Oh, das ist gut. Gesicht. So weiter. Mir gefällt das. Das Spiel ist so geil, ey. 20. Yorinomes Hemd. Gefällt es dann so? Füße. So, ein Pumpkin. Qualität. Also jetzt eine Maschinenpistole. Sturmgewehr. Nach Qualität. Sturmgewehr. Sturmgewehr. So, Schuhflinte. So, fertig. Zielfernrohr. Und Halter. So, viel stärker. Rucksack. Kann ich dann alles verkaufen? Nimm die Munition optional.
Check deine E-Mails. Wo? Wo soll ich mir denn mal wieder checken? Lieber wie, ich möchte dir darüber informieren, dass Mr. Wills sterbliche Überreste in Übereinstimmung mit ihren Anweisungen in Vectors Klinik gebracht wurde. Hm. Da, ach so. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unseren Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat noch nicht die Miete für Ihren Einheit des Mega-Gebäudes erhalten. In der Überstellung der Mietvertrag, werden weitere Zahlungsverzögerungen einen Zwangsräumen zufolge haben. Kaufen Sie zwei, Warnung. Achtung, Betrugswarnung. Klicken Sie auf keinen Fall diesen. Takemura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollten wir reden? Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. So, verkaufen. Ausgerüstet. Warte mal. Mann, ey, so schwer. So, verkaufen. Aber stimmt, von denen brauche ich nicht. Handfeuerpistole? Powerpistole?
Gerettet. Inventar. Qualität. 110. 110. Jetzt alles verkaufen. Ja. So. Alles verkaufen. Der Arsch auch. Verkaufen. 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 Der auch. So. Verkauft. Bandagen. Brauche ich zum Scheiß, brauche ich nicht. So, verkauft. So. Ah. Ich trinke doch kein Wodka, ey. Ich trinke doch keinen Alkohol. Was brauche ich? Burritos? Okay. So, was kann man noch verkaufen? Nee, Alkohol nicht. Vielleicht ja. Das ist gut, okay. Kaffee. Wegen Wasser. Latte. Okay, das brauche ich, okay. Das brauche ich auch. Sie finden, ne, das behalte ich lieber. Und was das ist, keine Ahnung. Verhaltung des Megabeutel. Möchten Sie darüber informiert, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann? Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Streifenpolizist. Klar. Okay, Journal. Ich kann eigentlich ich bezahle Victor seine Schulden. Oh,
Was hast du ihm angeboten? Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Machete. Ein Katana. Katana? Ist Machete stärker? Der Katana ist stärker. Okay, nehmen wir Katana. Wir müssen reden, bitte geh ran. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehörte. Ich glaube, er hatte gewollt, dass du das bekommst. Er wartet auf dein Abhandel auf dich. Okay, ruf mal die an. Nature comes first. From the very first stages of food production, we bring you butter and milk quality that even Mother Nature can't. Try out our freshly developed new taste and let your tongue be. Wie? Du hast dich lange nicht gemeldet. Bei Jackies Tod. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Wie wieder? Was ist denn los? Hey, komm zurück! Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ich bin dir Erklärung schuldig. Ich wollte nur erklären, warum ich. Du weißt schon. Schon okay. Das musst du. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie, als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du es getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen. Hijo. Ja, ich will erstmal den Schuldenberg gleichen. Erstmal. Besser spät als nie. Schlechter Laden. Kann ich nicht empfehlen. Der Typ versteht keinen Spaß, aber mach was du willst. Was ist hier los? Nein, nein, nein! Was ist los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte! Das ist sein Nachbar! Kann ich irgendwas tun? Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Klar. Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich seh mal, was ich tun kann. Ryans
Sons verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Weldon Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Und betrauern wir den plötzlichen Verlust. Fahrzeug kaufen. Ein Wichser hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kaufangebot. Jedes Mal, wenn ein Wichser dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zu angegebenen Orten und bestätige den Kauf. Hast du dich um Jackie gekümmert? Ich dachte... Scheiße, du warst wohl ohnmächtig, als ich dir das erzählt habe. Hm? Was denn? Arasaka. Die haben ihn sich sofort gekrallt. Was? Wo haben sie ihn hingebracht? Weiß ich nicht. Musste mich auf den Bauch legen, Hände auf dem Kopf. Ich wollte mehr herausfinden, aber du weißt ja, wie Konzerne sind. Scheiß Monos. Hier. Immer noch nicht, immer zu wenig. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder. Söldner an. Wie alle die neuesten, besten Implantate. Schon besser, das Misty dir. Gut, die Pflicht ruft. So. Was kann ich tun? Sprich mit Barry. Ich weiß, ich will das noch schnell zu Ende machen. Nein! Eher illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass... Fuck!
Tod, scheiße, nein! Ja, Leute, das sage ich mal. Oruan, schau bis dann. Nicht vergessen, Abo und Like. Euer Jin Yakuza. Tschüss.